Hier spricht wieder Ustra. Es geht weiter mit den Legenden von Ralrok. Wir bringen heute diese Frau nach Hause und dann begeben wir uns langsam auch... Ups, ich habe noch die falschen Handschuhe an. Ich wollte wieder die leichte Rüstung anziehen. Und dann begeben wir uns... Ne, ist die richtige, okay. Und dann begeben wir uns auch langsam zum Ende unserer Reise. Und das wird für uns die Schwarztiefe sein. Wie auch immer dieses Ding heißt, wo wir hin wollen. Wir wollen dahin und das ist halt schwarz und dunkel und kalt. Und unheimlich und gefährlich. Und ich denke, das ist ein guter Abschluss für dieses Projekt. Denn ihr merkt ja, es ist ein bisschen, ja, es ist durchwachsen. Es gibt gute Folgen, es gibt schlechte Folgen, aber alles in allem ist es halt eher... Sehr gut. Ist es eher, ja, ein Projekt, das man vielleicht anders angehen muss, als ich das mache. Und ich merke, ich komme an meine Grenzen. Ich nehme das alles mal mit. Erstmal schön die Ziege ausweiden, ja, und das ist zumindest meine Erfahrung damit. Es gibt sicherlich Leute, die können das stundenlang, jahrelang zocken und es wird nie langweilig, aber ich bin da nicht der Typ für, ich farme lieber, ich pflanze lieber Blumen an oder so und ihr wisst schon, was ich sagen will. Ach, die wohnt gar nicht da, wo die... Wo das andere ist. Die wohnt woanders. Nun, dann bringen wir sie trotzdem nach Hause. Das ist unsere Pflicht. Ich dachte, wir kriegen das mit Barbas dann in einem Rutsch hin, aber anscheinend nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Hör auf, jetzt die ganze Zeit so rumzudenken hier. Oh, du... böse Miezekatze. Böse Miezekatze. Können wir eventuell... Ja. Das ist ein fucking Schneeleoparden-Katzenvieh. Wär's, wenn man mal irgendwie... Okay. Wow, ich hätte es gerne als Haustier gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin, aber... anscheinend nicht. Geht's ihr gut? Ja, ihr geht's hoffentlich gut. Dieser Vampir, sie wird schon überleben. Aber es war jetzt trotzdem unerwartet. Ich hoffe, bei ihr zu Hause ist... nicht so viel los, wie hier auf den Wegen. Und ich weiß doch gar nicht, ist alles voller Blut. Wieso ist das? Hallo? Alter, wer hat sich denn hier sein... Wow! Was ist das? Hilfe! Es wird angegriffen von... kalter Luft! Aber zum Glück ist die Vampir-Lady da, um mir zu helfen. Ich weiß auch gar nicht, was ich angreifen soll. Ich weiß nicht, ob es eine Hitbox hat oder nicht. Oder ja, oder nein, oder... Es scheint tot zu sein. Okay. Oh, oh, oh. Hirsch! Sie hat einen toten Hirsch wiederbelebt. Okay, das ist weniger beunruhigend. Hallo? Eine Leiche. Grundlagen der Schlossknackenmechanik. Werden wir mal lesen, oder? Was meint ihr? Schlossknacken hat sich erweitert. Sehr gut. Ich weiß nicht, wieso hier geopfert wurde. Ich bin froh, dass ich da nicht da war, als es passierte. Es passieren hier merkwürdige Dinge, Leute. Die ich auch alle gar nicht irgendwie so richtig einordnen kann. Weil wegen Eisgeister und weil wegen, ich mach mal eben F5 und weil wegen viele Dinge. Es sieht nett hier aus. Und hier soll irgendwo eine Höhle sein. Tiefensturzhöhle entdeckt. Um dem Sonnenlicht eine Weile zu entkommen. Willst du da rein oder was? Aber du lebst doch da hinten. Okay, ich nehme dich mal mit in diese Höhle. Ich weiß, du willst ja wohl hin. Dann gehen wir doch. Wir gehen mal. Ich bin mir nicht so wirklich sicher, ob... Da ist ein fucking Troll. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich hier sein wollen. Ich sag jetzt einfach mal nein. Und es wäre voll nice, wenn du mir helfen könntest gegen diesen Troll. Serana, ja, das ist ein fucking Troll. Bist du kurzsichtig?
Auf jeden Fall macht ihr super viel Schaden. Nein, nein, Vorsicht! Nicht runterfallen! Okay. Okay, okay. Trollfett mitnehmen. Ich will dich nicht beunruhigen, Serana. Es ist fucking nothing unter uns. Es ist, F5? Das Leben! Das ist Wasser, okay. Zum Teil beunruhigt mich das ein bisschen. Ich habe auch ein wenig als Angst. Nicht, dass ich sonst keine Angst hätte, aber... Ja, nein, fast. Ah, ich dachte, das wäre jetzt die richtige gewesen, aber es hat geflattert. Komm. Komm. Irgendwo da, muss es doch richtig sein. Wir haben fucking 83... Okay. Okay, endlich haben wir ihn auf. Ein Schuppenhelm. Gewicht 2, den können wir noch mitnehmen. Manchmal weiß man nicht, was ein Unterwasser alles erwartet. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie Luft verliere oder sterbe oder so. Ah, okay, komm. Das sieht vertrauenserweckend aus. Der Wolf hat gesagt, ich komme von der anderen Seite. Wolfi? Chill mal gerade, 5 Sekunden. Ich muss mal eben diese Situation überdenken. Wölfe können nicht schwimmen. Okay. Das ist gut. Ich habe leider keine Armbrustbolzen mehr, sonst wäre das Ganze ein bisschen einfacher. Wir haben ja noch unseren Zweihänder. Woher seid ihr gekommen? Hi! Na, Hundi, alles fit? Kannst du mal aus dem Weg gehen kurz? Leute? Okay. Das ist eine Sache. Auf die Dinge zu reagieren. Die könnten mitkommen, wenn ihr wollt. Oder könnt ihr lassen, wenn ihr wollt. Okay, darf ich einfach raus? Ich will einfach raus. Und dann können wir kämpfen, okay? Okay. Habe ich mir noch gedacht, dass sie kämpfen wollen. Wo bleiben sie denn? Kommt ihr oder was? Hier geht's raus, meine kleinen Wolfsfreunde. Aha! Haben wir nur gedacht, dass ihr kämpfen wollt. Vielleicht ein bisschen anders als... Oha. Ja, wir sollten mal eben kurz versuchen, Tränke zu schlucken und Dinge zu tun und nicht zu sterben. Wir haben keine Tränke, das ist okay. Können wir auch vielleicht andere Dinge, die wir machen können. Haben wir Heilung. Jawohl, und ihr habt doch alle gesagt, ich soll mich heilen. Gegen meine Heilung kommst du nicht an. Doch, er kommt gegen meine Heilung an. Okay, ich weiß nicht, wieso wir hier drin sind und wieso alles voller Wolf-Scheiße ist, aber wir werden es tun. Du trägst zu viel. Ah. Ah. Immer das Gleiche. Gewicht 2. Nein, das... Nein. Wir haben noch eine andere... Ah, das ist die andere farbige Vampirrüstung. Haben wir nicht zu Hause gelassen? Das war blöd. Kaiserlicher Bogen, den brauchen wir. Ach, das ist alles so cool. Ich will nichts loslassen. Ich muss mich von was trennen, aber ich kann nicht. Na gut, das haben wir gelesen, das Buch. Das können wir fallen lassen, okay. Oh. Ah, hat er mich gerade gebissen? Okay. Irgendwie hat er es geschafft, dass er nicht klippt und dass er im Moment. Okay, ich versuche ihn gerade zu hauen.
So, geheilt habe ich mich schon mal. Wo ist mein Zweihänder? Da vorne ist er doch. Zack. Ich weiß nicht, ob es ihm eine Lehre ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube eher nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel ich von diesem Dungeon jetzt, ich sag jetzt mal, übersprungen habe. Ha! Hier wurde ein Jäger vergewaltigt von diversen... Jetzt trage ich wieder zu viel, ist es richtig? Nein, es... noch geht's, okay. Von diversen Wölfen. Ich weiß noch nicht, wie der hier hingekommen ist, aber... Dinge passieren und wir können hier wieder raus. Ich dachte eigentlich, wir wollen da noch ein bisschen drin bleiben oder woanders lang gehen und dem Sonnenlicht weiterhin entfliehen, aber... Untere Höhle. Ja... Das ist ein Walross, okay. Das ist ein... Woher seid ihr gekommen? Du bist ein Agro-Walross. Okay. Das ist definitiv interessant. Da hinten ist auch ein Schiff. Oh, ist das ein Symbol für den Hafen? Ich weiß das doch alles nicht. Ich würde auch ein Schiff nehmen. Kein Ding. Und dann würde ich an... Ich würde irgendwo hinfahren, wo es schön ist. Ein Zahn von denen ist nichts wert. Gut, dann haben wir jetzt wieder ein paar Seerobben erlegt. Ein paar Seerobben mehr. Da wohnt sie. In dem Hütchen hier. Ich hoffe es. Ne, irgendwie erst noch dahinter. Manchmal würde ich gerne Dinge erledigen, wenn sie fertig sind, aber anscheinend nicht. Ich will jetzt nicht wieder mit irgendwelchen Leuten rumbeefen, kommt. Lass mich bloß in Ruhe, egal wer hier wohnt. Da oben ist schon eine Wache drauf. Ich sehe es doch schon kommen, dass wir uns damit wieder prügeln müssen. Bestimmt alles Vampire. Ich bin gleich interessiert, was sie zu sagen hat, unsere Vampir-Lady. Okay, wir sind wohl gleich da. Was auch immer das bedeutet. Wir sollen wohl da mit dem kleinen Bötchen fahren. Da ist es, da hinten im Norden. Wir immer ein Boot, um hin und her zu fahren. Okay, ich weiß nicht, ob ich das machen will, aber wir werden es tun. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da möchte. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt die Hauptsitzbasis von allen Wamp... What the fuck? Ich weiß nicht, ob du nicht lieber alleine gehen willst. Ich sag's nur. Möchtest du vielleicht irgendwas zu der Dekoration hier sagen? Ich fühle mich ein bisschen... Hi. Ihr seid hier. Hey, also, bevor wir da reingehen... Ja. Was gibt's? Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich so weit gebracht habt. Aber wenn wir erst einmal da drin sind, werde ich für eine Weile auf eigene Faust weiterziehen. Okay, das... Ich denke schon. Ich weiß, dass eure Freunde vermutlich jeden hier drin gerne umbringen würden. Ich hoffe, dass ihr euch etwas mehr zügeln könnt. Ja, ich krieg das schon hin. Wenn wir einmal drin sind, seid für eine Weile ruhig und lasst mich die Führung übernehmen. Okay, okay, okay. Die Sirana ist wieder da. Öffnet das Tor. Ich mach mal dann den handzahmen Zehusaffen. Nein, du, ich gehe doch vor. Okay, ja, nun. Das ist aber kein Vampir. Das ist vielleicht ein Wiederbelebter. Aber ein Vampir war das definitiv nicht. Ich erkenne das am Geruch. Und er hat sicher einen Schatten gehabt, vielleicht. Ich habe nicht genau drauf geachtet. Also so viel weiß ich über Vampire. Sie haben keinen Schatten. Vielleicht. Jemand hat einen Vampir gesehen. Wie könnt ihr es wagen, hier einzudringen? Ja, ich habe... Da jemand mitgebracht. Irgendwo. Ach, da. Ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht. Na, siehst du, wie chillig. Mein Fürst, alle zuhören. Sirana ist zurückgekehrt. Ich denke, ich werde erwartet. Ja. Das kann ich nicht glauben. Schön, dass ihr da seid. Du bist ein Mensch. Meine lang vermisste Tochter ist endlich zurück. Du bist ein Vampir. Mit meiner Schriftrolle der Alten. Esst ihr gerade Menschen, Alter? Nach ernsthaft? Jahren, ist das die erste Frage an mich? Ja,
Ich habe die Schriftrolle. Natürlich. Blutsteinkelch, also. Zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spitzen. Voll nett. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Jupp. Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Das hoffe ich doch. Sagt mir, wie heißt ihr? Ralrock, der Verschlinger. Wer seid ihr? Ja, geil, das ist ja cool. Ich bin Hakon, Fürst dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind. Ja, ihr seid Vampire, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Nicht irgendwelche Vampire. Wir gehören zu den ältesten und mächtigsten Vampiren von ganz Himmel. Das behaupten immer alle Vampire, komm. Wir lebten hier jahrhundertelang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutete. Und das war's? Und das war was? Bekomme ich eine Belohnung, welche Tochter gefunden habe? Ich wollte es gerade vorschlagen. Ja, ihr verdient ganz sicher eine... Nicht mich töten! Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist. Okay. Ich biete euch mein Blut an. Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod nie mehr fürchten. Und wenn ich euer Geschenk ablehne? Dann werdet ihr Beute sein, wie alle Sterben. Was? Ich werde euer Leben dieses okay. eine Mal verschonen, aber ihr werdet aus dieser Halle verbannt werden. Das ist ja toll. Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Dies ist die Macht, die ich euch anbiete. Nun trefft eure Entscheidung. Was ist es so ganz cool eigentlich? Das ist ja nicht nur ein Vampir, das ist ja wow. Ich weiß nicht, was es ist. Nun, also, ich bin sprachlos. Also, ganz ehrlich, aber... Nein, ich bin eigentlich eher Ralrock, Dovahkiin und so. Ich habe schon eine Verpflichtung. Ich habe schon einen Job. So sei es. Ihr seid Beute, wie alle Sterblichen. Hinweg mit euch. Ja, ja, hinweg. Das heißt, den Fort, du Affe. Der hat mich jetzt einfach wegteleportiert. Ist es dein Ernst? Oh, mir schwummrig. Okay. Zieh ich halt. Dann zieh ich halt wieder alleine. Oh, egal. Die werden schon sehen, was ihr da. Gut. Also, die Geschenk, das Geschenk der, des Vampirismus konnten wir da einlösen, oder auch nicht, oder vielleicht, ja. Wenn ich das machen soll, dann sagt mir doch einfach Bescheid, weil ich habe ja noch eine Speicherung, die alte nämlich. Das war alles, was dieser Folge ist. Es war aufschlussreich, ich werde mich in die Schwarztiefen bewegen, vielleicht soll ich dafür Vampir sein, vielleicht auch nicht. Wir werden es merken, wir werden es von euch, ich werde es von euch erfahren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin.